Also ein bisschen mehr Verantwortungsbewusstsein von dem Vater hätte ich ja schon erwartet. Ne? Komm, los, komm, wir gehen hinterher. Ingo Lenzen kann Mats Reaktion verstehen. Dem Vater ist er lästig, der Mutter bei der Gründung einer neuen Familie im Weg. Der 16-Jährige fühlt sich verloren und alleingelassen. Aber wo ist er denn, Mann? Ja, jetzt. Komm. Er muss einfach verschwinden. Komm, der ist einfach weg und wir haben ihn jetzt nicht. So, jetzt rufen wir gleich die Mandantin an und werden ihr erzählen, was der vorhat. Ich meine, wenn er zum Jugendamt geht, ja? Dann wissen wir relativ schnell, wo der hin ist. Ja, aber ganz ehrlich, vielleicht ist das eine schlechte Idee. So, möchtest du ihn wirklich da lassen? Nein. Der scheißt doch auf alles, der Papa. Ich habe jemanden kennengelernt. Hallo? Deshalb glaube ich übrigens auch, dass der Vater ihm sicherlich nicht kein gutes Vorbild sein wird. Also er will ihn gar nicht als Vorbild. Null. Er möchte auch gar. Nein. Also jetzt ist endgültig Schluss. Ja. Nachdem er mitgekriegt hat, der Vater sagt, das ist viel zu viel Aufwand. Oh, warte mal eben. Sarah? Ja. Ja. Wundert mich nicht. Okay, danke. Danke, bis dann. Ciao. Er hat für den Vater was rausgekriegt. Erzähl. Natürlich hatte der schon mit Drogen was zu tun. Ja. Ja, Besitz verurteilt worden, aber auch wegen Dealerei. Hm. Das ist eigentlich schon 20 Jahre her. So, ich rufe jetzt die Mandantin an. Die muss ja wissen, was mit ihrem Sohn los ist. Hallo, Frau Dirks, Lenzen hier. Wir haben also gerade mit Ihrem Ex-Mann gesprochen. Mama weint, sie will wissen, was ich mache. Seit 3 Tagen high, hab das Gift in meiner Jacke. Auch am nächsten Tag fehlt von Mats jede Spur. Gemeinsam mit Svenja Dülks suchen Ingo Lenzen und Ben Handke im benachbarten Kiez, in dem bekanntlich gedealt wird und sich der 16-Jährige Drogen beschaffen könnte. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich kurz stören dürfte. Wir sind auf der Suche nach diesem jungen Herrn. Haben Sie den irgendwo gesehen vielleicht? Nee, tut mir leid, kenne ich nicht. Gar nicht gesehen? Nee, leider. Trotzdem, vielen Dank. Sie haben sehr geholfen. Ne? Danke. Schönen Tag noch. Ciao. Danke. Ein Versuch war es wert, ne? Ich meine, irgendwo hier wird ja eine ganze Menge gedealt, ne? Und da müssen die da auch sein. Ach, übrigens, das Jugendamt, das hat sich auch gemeldet, ne? Da hat er sich auch schon hingewandt. Wer? Wegen betreutem Wohnen. Ja, ihr Sohn, der Mats. Mats hat sich... Ja. Nein. Ja, doch. Mit welcher Konsequenz? Ja, das wissen wir noch nicht. Die haben gesagt, die sind dran. Die wollen ihm helfen, wollen ihn unterstützen. Helfen? Er lebt bei mir und hat es gut. Ja, zwischenzeitlich war er aber auch beim Vater, ne? Immer, eins ist mal klar. Er will also auch nicht bei seinem Vater wohnen. Aber das kann der mir doch nicht antun. All die Jahre hat er bei mir gelebt und alles war in Ordnung. Und jetzt auf einmal so ein Quatsch. Was ist der? Ben, guck mal. Das ist doch Mats und das ist ein Mitschüler von ihm. Ganz sicher? Ja, der ist mal wegen Drogen aus dem Unterricht geflogen. Mats! Ey, hör mal auf! Mats! Jeder andere auch. Du Mats! Hast mich Jungs, abgezogen. Jungs, aufhören! Was machst du denn da? Hört mal auf damit. Hört auf! Zeig dich an, Mann. Wen willst du anzeigen? Ihn, Mann. Du willst ihn anzeigen, ja? Natürlich. Sicher. Mein Nase blutig gefallen. Mats, jetzt komm her. So. Was ist denn in dich gefahren? Was ist denn los zu den Drogen? Jetzt auch noch Körperverletzung? Hey, sag mal! Du erzählst gar nicht. Dann erzähl ich jedem, was für ein scheiß Perverser du bist. Mats, was ist los mit dir? Junge. Was ist denn los mit dir? Du glaubst, das dumme Scheiße mehr nicht. Scheiß Perverser, Mann. Was meinst du damit? Mats, was war denn das? Was meint er damit? Perverser? Er labert Scheiße. Was meint er mit Perverser? Keine Ahnung, er labert Scheiße. Kommt doch nicht von ungefähr, Mats, rede doch mit uns. Was soll ich denn sagen? Wir wollen dir doch helfen. Er labert Scheiße, er findet irgendwas. Und deswegen prügelst du dich einfach, anstatt zu uns zu kommen? Was hast du beim Jugendamt gemacht? Ich habe keine Lust auf diese dumme Diskussion. Jetzt bleib doch bei uns und rede Nein. mit uns, wir sind doch für dich da. Was ist denn in diesen Jungen gefahren? Ich erkenne ihn überhaupt nicht mehr wieder, seit er diese Drogen zu sich nimmt. Ich weiß. Ich hab keine Ahnung, was da los ist. Ingo Lenzen weiß, dass in dieser verfahrenen Situation Reden wenig Sinn bringt. Doch dann muss der Anwalt erfahren, dass Mats offensichtlich nicht der einzige Problemfall in der Patchwork-Familie ist. Du, die Schule hat gerade angerufen. Emma ist weg. Sie ist auch nicht erreichbar. Was heißt das? Nicht ans Handy. Das heißt also, beide Kinder sind weg? Anscheinend. Okay, haben wir irgendeinen Anhaltspunkt, wo die sein? Gar nichts. Hast du eine Ahnung, Freunde? Ich weiß von nichts. Gut. Auch wenn ich das nicht gerne tue, aber dann gehen wir jetzt in die Kinderzimmer. Ja? Okay. Okay? Kommen Komm. Sie mit mir. Ja, ist so. Wir müssen Kinder finden. Wo ist Mats Zimmer? Hier? Ja, hier rein. Gut, ich habe seine Sachen bisher auch noch nie durchsucht, aber... Ja, das ist doch gut so. Ich weiß auch gar nicht, wonach ich hier warten soll. Hier habe ich was auf den Social-Media-Accounts. Da gibt es einen Hinweis auf so einen Lieblingsort im Görlitzer Park. Ja. Moment, Kann das sein? Was ist das? Was macht denn Emmas BH in seinem Zimmer? Wie bitteschön kommt denn der
BH von meiner Tochter in Mats Zimmer? Na, das wusste ich ja auch mal gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Na, das wird ja immer schöner. Was? Erst kiffen und dann sowas. Was heißt denn hier sowas? Also jetzt bitte, jetzt streiten sich da nicht. Wir sind auf der Suche nach den Kindern. Sag mal, spinnst du? Dass du mich noch anpasst hier. Ganze Zeit schon so ein Stress und jetzt auch noch sowas. Sag mal, woher soll ich denn wissen, wie der BH da reinkommt? Denkst du, ich hab den da hingelegt? Was weiß ich doch nicht, was die beiden da am Machen haben. Aber du weißt schon, wie das aussieht, oder? Ich will es ja nicht sagen, aber das ist... ganz sauber ist das nicht. Ach, ganz sauber ist das nicht? Sag mal, wie redest du denn über meinen Sohn? Ich bin Krankenvorsorge. Ich versuche alles mit Herrn Lenzen, damit er wieder zurückkommt. Und du fährst mich jetzt hier so an? Wenn ich nicht schwanger von mir wäre, würde ich dich vor die Tür setzen, ganz gleich hinten raus. Sagen Sie nicht sowas. Wer sind Sie denn? Das ist der Wahnsinn, was er hier abzieht. Was willst du denn jetzt auch noch hier? Mein Auto ist weg, mit Schlüssel alles. Was heißt, Ihr Auto ist weg? Mein Auto ist weg. Und der Schlüssel auch. Es kann nur einer haben. Ja, Mats, oder? Ja. Und wo ist der? Wissen ich Sie? Ich weiß es nicht. Deshalb bin ich hierher gekommen. Aber Sie dachten, er wäre hier, oder was? Mats ist erst 16. Er hat noch gar keinen Führerschein. Was ist denn, wenn mein ihm was passiert? Mein Auto wegnehmen, bitte. Also jetzt mal langsam. Seien Sie doch mal bitte, bitte ruhig. Ich habe eine Sprachnachricht bekommen. Papa, Mats und ich sitzen im Auto von seinem Vater. Und Mats fährt echt unglaublich schnell. Und ich habe echt Angst, dass er einen Unfall baut. Und er hat bestimmt wieder Gras gefahren. Ich habe gesagt, du hast dein Handy weg, Papa. Was ist denn jetzt los? Wo sind die? Das kann doch nicht wahr sein. Okay, jetzt mal ganz mein ruhig. Mein neuer Wagen, den wollte ich verkaufen. Hast das du wird ja immer schlimmer. Ben, ganz kurz, ich habe hier eine Ladestation für eine Tracking-App gefunden, also für eine Tracking-Uhr und einen Laptop. Vielleicht können wir damit irgendwas anfangen. So, pass auf, wir machen Folgendes. Wie sieht der Wagen aus? Was ist das für ein Wagen? Silbergrauer Opel Crossland. Okay, gut. Hier, gib mal hier mal her. Das nehmen Sie. Bring es hier hin, das ist mein Büro. Fragen Sie nach der Frau Grüner, die macht Ihnen sehr wahrscheinlich die Türe auf. Die soll versuchen, diese Tracking-App zu knacken. Okay? Ja, wie soll ich jetzt und wir fahren. Wie sollen Sie. Ja, mit dem Taxi oder mit dem Uber, mir egal. Ja? Also auf geht's. Los. So, und wir fahren zum Görlitzer Park. Okay? Kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Dank der Social-Media-Postings weiß Ingo Lenzen, dass sich Mats oft am berüchtigten Berliner Drogen-Hotspot Görlitzer Park aufhält. Ob der 16-Jährige auch heute mit dem gestohlenen Auto dorthin geflohen ist und warum er Emma offenbar in seiner Gewalt hat, ist für alle ein Rätsel. Svenja, es tut mir leid, ich bin ein bisschen zu heftig ausgerastet. Es war einfach zu wild alles. Ja, ich meine, bei mir liegen die Nerven auch blank. Ich kann es verstehen. Lass uns nicht auch noch streiten. Tut mir echt leid. Ja, ich hoffe einfach nur, dass wir ihn rechtzeitig finden und er nicht noch mehr Mist verbockt. Oder Sarah. Sarah. Hey Ingo, du, hey. Ich habe die Tracking-App gecheckt auf dem Tablet von Emma und zwar ist sie nicht am Görlitzer Park. Ja? Also falls ihr auf dem Weg sein solltet, unbedingt umdrehen. Ich schicke dir den Standort gleich rüber, wo sie ist. Okay, alles klar. In Ordnung. Du pass auf, da ist noch was. Und zwar, das war zwar keine Absicht, aber ich bin da auf ein Video gestoßen. Ich habe das auch schon gesendet. Würdest du dir das bitte mal angucken? Also du für dich erstmal, wenn es geht. Natürlich, ja? Alles klar. Okay. Bis später, ja? Ciao, danke. Da. Wo ist das? Du kennst sie besser aus als ich. Okay. Ja, ich weiß, wo das ist. Ja, weißt du? Los geht's. Okay. Die Tracking-App führt das Team in ein Kreuzberger Gewerbegebiet. Weder Svenja Dülks noch Jens Ludwig haben eine Erklärung, was ihre Kinder dort vorhaben. Nur Ingo Lenzen weiß nach Sichtung des Videos, was Mats und Emma tatsächlich zu verbergen haben. Du bleibst hier drin. Nein. Doch, du bleibst nein. Hier drin. Mal. Nein, Mats! Drin. Ich lass dich überhaupt nicht raus. Mach auf. Mats, mach die Tür auf. Mats! Hey! Weißt du, wie man das nennt? Das ist Freiheitsberaubung, Mats. Gab. Hörst du mich? Mach jetzt auf! Mats! Hey, hörst du? Lass die Finger von hier. Warte mal eben, warte mal eben, warte mal eben. Komm mal her. Ben, bitte, schau dir das an. Ey, was ist mit meiner Mom oder Jens das mitkriegen? Kriegen nichts mit, die sind draußen für Bestimmung. Das ist Emma. Ja, die sind ein Paar. Nee, die beiden. Hey, Mats, da. Und es ist überhaupt nicht schlimm. Mach jetzt bitte die Türe auf. Na mach und, selbst wenn. Ich komme eh in den Jugendknast. Also kann nein, du kommst nicht in den Jugendknast. Der Staatsanwalt hat erkannt, dass das eine geringe Menge ist. Okay? Das heißt, du kriegst eine ganz kleine Strafe, vielleicht Sozialstunden oder sowas. Mach jetzt die Türe auf, komm. So, prima. Oh. Mats! Emma! Mensch, was machst du denn? Bei dir ist alles okay?
Wir hätten noch drüber reden können. Deswegen die Drogen, deswegen dieser ganze Terz. Ich habe das alles auch schon längst beendet. Deshalb gekifft. Ha? Ja. Ja? Eine Sache muss man mir noch erklären, das ist mal ganz ehrlich, abgesehen von der ganzen Geschichte hier gerade. Warum hast du diesem Typen aufs Maul gehauen, deinem Klassenkameraden, dieser Drogendealer? Was war da los? Ich habe halt immer noch Gefühle für Emma und der Typ hat halt schlecht über Emma geredet und da bin ich halt aggressiv geworden. Schlecht über Emma? Er hat gesagt, du wärst pervers, weil du mit deiner Schwester rummachst, oder? Ja. Ja, also. Ja, und ich... So. Und du? Und ich wollte, ich habe das alles beendet, weil Papa ist so glücklich und ich wollte das nicht kaputt machen. Und das hat sich sowieso alles falsch angefühlt und wir sind auch Geschwister. Und das seid ihr eben nicht. Nein, seid ihr nicht. Nein, ihr habt doch nicht die gleichen Eltern. Ihr seid völlig fremd, genetisch völlig fremde Menschen. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn ihr euch lieb habt, dann habt ihr euch lieb. Ende. Glücklicherweise kam Mats vor dem Jugendgericht mit Sozialstunden davon und hat aufgehört, Drogen zu konsumieren. Die Patchwork-Familie Dülks-Ludwig macht gemeinsam eine Familientherapie. Mats und Emma sind wieder ein Paar und freuen sich auf ihr Halbgeschwisterchen.